Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir uns einmal den Mai an und die astrologischen Tendenzen. Und der Wonnemonat Mai wird seinem Namen gerecht, denn in diesem steht ja alles im Zeichen Stier. Die Sonne steht im Zeichen Stier. Es ist jetzt nach der Widderzeit und die Widderzeit ist ja immer eine eher unruhige, eine Pionierzeit kommt jetzt eben im Tierkreis, ja, der Stier. Und der Stier spricht eigentlich jetzt wirklich vom Frühling, der alles sprießt, alles wird üppig, alles steht in Blüte, ja, alles blüht auf, das sich vorher verwurzelt hat und beginnt langsam oder sicher auch die Früchte auszubilden. Und in dieser Zeit, jetzt im Inneren, steht ja der Stier auch für den Körper und auch für die Sippe, für das Zusammenkommen, das Geselligsein, das sich selber gut nähren, gut sättigen. Und dieses Stierzeichen ist wahnsinnig aufgeladen, weil wir irrsinnig viel Planeten im Zeichen Stier haben. Du hast ja schon, also beim letzten Video, wenn du es gesehen hast, wir haben ja Uranus-Jupiter, ja, diese große Konjunktion im Stier gehabt. Zu Uranus-Jupiter kommen jetzt aber noch andere Zeichen dazu. Also die Sonne kommt ja, ist natürlich im Stier drinnen und begegnet auch Sonne und Jupiter mal. Und die Venus ist im Stierzeichen und ab 15. Mai ist dann auch der Merkur auch noch im Stierzeichen. Und Venus ist ja dann in ihrem Heimathaus und diese Stier-Venus ist ja so ein bisschen so diese, ist jetzt nicht so ganz die romantische Venus von der Waage aus zu sehen, sondern es ist mehr so diese üppige Venus von Willendorf, wenn du so kennst, diese Steinzeit-Venus, eher so diese nährende Mutter Erde. Und das ist eigentlich so ein Aufruf, wo man auch sagt, okay, geh viel in die Natur raus, erde dich auch, komm runter. Und wir haben natürlich auch diese Uranus-Jupiter-Tendenzen drinnen im Stierzeichen selber plus Sonne. Das heißt, es ist nochmal so diese Aktivierung dieses Zeichens. Und das bedeutet einfach einmal, es geht wirklich darum, das Leben zu genießen, im Moment zu genießen. Der Stier hat einen Spruch und das ist besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das heißt, genieße das, was da ist, finde Zufriedenheit, Frieden und Sicherheit in dem, was da ist. Und gerade in dieser Aufbruchstimmung, in dieser sehr bewegten Zeit, ist, denke ich, dieser Mai eine Einladung mit allen Tendenzen im Stier drinnen, das Leben wirklich mal in vollen Zügen zu genießen. Und da kannst du dich gleich einmal fragen auch, wo fühlst du dich denn besonders wohl? Was wäre denn so ein Revier, wo du sagst, wow, da fühle ich mich wohl? Zum Beispiel im Wald, auf einer Wiese, in den Bergen, am Meer, am Gewässer. Überleg dir das mal und setz das auch um jetzt in dieser Maienzeit. Lädt dir das Wetter zum Spazieren, zum Wandern mit ein. Es kann natürlich auch sein, dass da, wenn du Allergiker bist, kann es sein, dass du da Probleme kriegst, weil das eben alles sehr aufblüht und mit Uranus, Jupiter, Venus, Merkur nochmal ein bisschen eine Vergrößerung ist. Also bin gespannt, was du da dazu sagst, was du für Erfahrungen hast. Im Positiven könnte es auch sein, dass man sagt, na gut, da entwickelt sich eben gerade eine Allergie sehr positiv. Ich habe selber auch immer wieder so mit Allergie zu kämpfen, aber heuer spüre ich noch nichts und das läuft eigentlich recht gut. Also schreib es mir gerne rein, wie es bei dir so läuft. Grundsätzlich geht es ums Genießen, um den Genuss, um die Freude und um auch eine gewisse innere Zufriedenheit. Was bedeutet innerer Frieden? Das bedeutet, nicht zu unruhig zu werden, nicht zu sehr ins Außen zu gehen, Wandlungen vornehmen, vielleicht auch im eigenen Revier, ja, mit Uranus, Jupiter, also vielleicht mistest du mal aus, vielleicht kommt irgendwas Neues dazu bei dir, dass du dich in deinem Revier, in deiner Wohnung auch wohler fühlst. Ja. Ausflüge sind da mit Merkur in Stier natürlich auch immer, ja, eher so ein bisschen so Heimaturlaub würde ich das dann nennen. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Idee, eine gute Zeit, ein bisschen die Fühler auszustrecken. Man möchte auf jeden Fall zusammenkommen. Man möchte auch
Gleichgesinnte treffen in so einer Zeit. Das heißt, wirklich so in Vereinen vielleicht die eigenen Interessen wieder pflegen. Sagen, wenn ich lange nicht mehr im Fitnessstudio war, da vielleicht mal was tun. Oder wenn ich lange mal in einem gewissen Verein gewesen bin und lange nichts gemacht habe, einfach mal was wieder tun. Vielleicht auch zum Musizieren beginnen. Ne? Das wäre auch eine gute Zeit. Oder wenn du schon mal dich mit Musik beschäftigt hast, auch da wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen. Auf jeden Fall ist es eine Zeit, wo es ums Individuelle geht, wo es wirklich darum geht, Frieden, Zufriedenheit zu finden. Wenn man sich das alles jetzt noch weiter anschaut, dann bringt natürlich auch der Mars, der da im Widder steht, noch einmal so Dynamik und einen gewissen Pfeffer, einen gewissen Schwung mit rein. Ja? Also das muss man schon auch sagen, dass man sagt, okay, gut, da ist durchaus auch noch Energie und Dynamik drinnen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur glückliches, ruhiges Zusammensein, sondern man hat schon auch die Möglichkeit, neue Dinge anzugehen. Vielleicht auch im eigenen Revier, ja, in der eigenen Energie drinnen. Aber auf jeden Fall ist jetzt so dieser Mai ein Monat, wo man sagt, okay, das wird wesentlich ruhiger werden, es wird wesentlich entspannter werden, es sollte eigentlich etwas relaxter werden und etwas, ja, eben wie gesagt, alles mehr zur Ruhe kommen. Und das ist doch mal ganz gut, dass man da durchschnaufen kann. Aber wenn du es eben nutzen möchtest, hast du diese Wandlungskraft, diese Pionierenergie natürlich auch noch drinnen, dass du sagst, hey, da gehe ich noch was Neues an, da mache ich jetzt noch mehr dazu. Also, wie gesagt, wir haben da so zwei so Pole am Himmel. Und es geht darum, dass du dich wieder, ja, dass du dir auch vielleicht Gedanken machst. Stier ist natürlich auch ein bisschen so das Hab und Gut mit. Und dir vielleicht auch Gedanken machst nochmal über deine finanziellen Zustände. Wie geht es dir denn da? Was tut sich denn da? Das ist auch eine gute Zeit, vielleicht auch gute finanzielle Entscheidungen zu treffen und da vielleicht auch ein bisschen was zu investieren in dich selber oder in dein Revier, in deine Wohnung. Also wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Ist natürlich auch die Gartenarbeit. Klar ist auch so eine Analogie dazu, dass man sagt, ich mache es mir jetzt in meinem Garten, auf meinem Balkon wieder schöner. Also wie gesagt, grundsätzlich Zufriedenheit, Frieden. Ne? Und wenn man sich ja das so anschaut, das Gegenzeichen zu dieser ganzen Stierenergie ist ja natürlich Skorpion. Ne? Das ist der Skorpion mit dem herrschenden Pluto und der Skorpion steht also dem Stier gegenüber. Das ist immer so im Tierkreis. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist die natürliche Ordnung des Tierkreises. Und wenn man Skorpion schaut, da geht es ja immer um Ideen, an die man sich binden möchte oder an eine fixe Bindung auch, aber eben im Geistigen. Und der Stier ist so die Verbindlichkeit, Verbindung auch im Irdischen, in der Materie drinnen. Ja? Und da gehört halt einfach auch geprüft, mülle ich mich mit Dingen zu, ganz konkret im Irdischen, oder bin ich da eh frei, bin ich da eh flexibler, bleibe ich da auch freier? Das kannst du dir ja mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ne? Weil, wie gesagt, Skorpion ist die Verbindlichkeit, die Bindung im Geistigen, ne? Das Geistige, eine Verbindung an ein geistiges Prinzip, und der Stier andererseits ist wieder so die Bindung an der Materie in der Erde. Und da kann sich jetzt einfach einiges tun im Mai. Und schau einfach mal, was dir da so begegnet. Die Stiere selber, also wenn du Stiersonne hast, dann kommt es immer so darauf an, bist du eher so letzte Dekade so geboren, also so vom Stier rein, dann kann es natürlich sein, dass du da schon das intensiver spürst, wenn du diese ganzen Energien auf deiner Sonne drauf hast. Ja, dass man sich vielleicht einmal verzettelt oder dass da wirklich viel los ist. Gut. Also das wäre mal so die Tendenz im Mai, eine der Tendenzen im Mai. Also an was binde ich mich materiell? Auf was habe ich denn Lust? Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich denn gut entspannen? Und auf der anderen Seite dann natürlich trotzdem diese Power Mars in Widder natürlich auch noch einmal, ist natürlich auch so ein bisschen kriegerischer Aspekt, aber grundsätzlich kannst du den individuell für dich, für deine Energie, für neue Projekte auch nutzen.
Das wäre es jetzt für dieses Video. Wenn du Interesse an einer persönlichen Beratung hast, dann schau einfach auf meine Homepage. Da kannst du dir jederzeit so einen Termin ausmachen oder natürlich auch deine Jahresthemen, deine Persönlichkeitsanalyse gerne auch bestellen. Die bekommst du dann ganz unkompliziert online von mir zugeschickt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Teil das Video, abonniere den Kanal, lass gerne einen Daumen hoch da, schreib einen Kommentar runter und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.